Truth. Gangsta man shoot. Rest in peace Tupac, Biggie, Shuf, Habibi, Stuttgart City Crew. So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer nächtlichen Runde Metro 2033 Redox. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir starten heute einen weiteren Anlauf. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich. Und ich hoffe, dass wir heute einen bisschen flüssigeren Ablauf auch fürs Live-Publikum bieten können. Wir haben jetzt extra den Stream neu gestartet und haben trotzdem um 3:30 noch 245 Zuschauer. Ich gehe jetzt direkt rein. Joint mich, dimmt euer Licht. Wir tauchen ab in den Kosmos der Metro-Unterwelt im dystopischen Russland. Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. So. Ich muss jetzt was machen? Wie war das nochmal? Ich muss jetzt auf jeden Fall noch woanders eine Bombe legen, ne? So war das. Und zwar wo? Ja, Leute, wenn es jetzt immer noch ruckelt, dann ist es so und dann wird es so bleiben. Dann sollten wir anfangen, uns damit anzufreunden, denn wir werden das Spiel genauso zu Ende spielen. Ja, Leute, wenn es ruckelt, dann ist es so. Dann werden wir das nicht mehr ändern können, muss ich leider sagen. Außer jemand von euch findet heraus, wie man den Fenstermodus von Metro einleitet, ohne ihn erzwingen zu müssen. Nein, es hat absolut... Alter, wie oft wollt ihr das mit dieser Quali... Das darf doch nicht wahr sein. Das hat nichts mit der Quali zu tun. Das hat einfach was mit, weiß ich nicht, was zu tun, mit Streamlabs zu tun. Ich weiß nicht, woran es liegt. Bitte lass uns nicht wieder anfangen, jetzt das ganze Spiel über darüber zu diskutieren, weil... Welche Bitrate denn, Snippet? Ja, natürlich habe ich TikTok ausgemacht. Nee. Also ich sag euch, das Einzige, und das ist jetzt das Einzige, was ich dazu sage, weil ich sage, wir spielen jetzt weiter. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist... dass das Problem daran liegt, dass ich nicht einfach meinen Bildschirm spiegel, sondern Streamlabs ein Fenster aufzeichnen lasse, welches ich vorher erzwinge, zum Fenster zu werden durch diese Tastenkombi von Command-Tab, weil aus irgendeinem Grund ich auf normale Art und Weise keinen Fenstermodus bei diesem Spiel machen kann, obwohl ich das bei Resident Evil locker flockig konnte, indem ich einfach mit der Maus nach oben gegangen bin. Da ging das und dann konnte ich einfach das Fenster ganz entspannt nach oben ziehen, auf den oberen Bildschirm, euch den spiegeln und es lief ruckellos. Richtig? Richtig. Und dieses Mal geht es nicht. Das ist noch das Letzte, was ich mir vorstellen könnte, warum es nicht geht. Das Problem ist bloß, bei diesem Spiel geht das nicht. Es gibt sogar, wenn du oben diese Leiste aufmachst, gibt es sogar die Funktion Minimieren, also Fenstermodus, und es geht nicht. Er macht dann nur so eine Fehlermeldung. Plopp. Ist dennoch keine richtige Erklärung, wieso Streamlabs Frames gibt. Ja, es gibt eben keine bessere Erklärung dafür. Und deswegen glaube ich, dass, wenn wir darüber diskutieren, es suboptimal ist, weil es ändert eh nichts daran. So, also ich wurde gerade gekillt. Und ich versuche jetzt irgendwie mit der Karte herauszufinden, wo ich hinlaufen muss. Gegen die Monster kämpfen hat ja eh keinen Sinn. Hier soll ich hoch, okay, wissen wir Bescheid, ist halt eben genau diese Sache. Alle gekillt mit zwei Handgranaten. So, jetzt muss ich ja hier diese Bombe anbringen, oder? Auf der anderen Seite des Holzbalkens ist ein Kasten. Aber man kann nicht zugucken. Ja, dann würde ich dir ehrlich gesagt empfehlen, dann guck lieber nicht zu. Dann guckst du dir als VOD an, Fulski. Auf der
einen Seite des Holzbalkens. Ich brauche mehr Info, David Tollig. Welcher Holzbalken? Wer läuft da? Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Bruder, wo kommt der her? Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebraucht. Okay. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Police willst, musst du eine Umleitung nehmen. Okay. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir. Okay, ich glaube, meine Granaten haben es gemacht, gell? Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat mit Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. Jetzt muss er wieder. Der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Groxinus, Paranus, Kokosnuss. Ja, ich schwöre, dieser Bereich war echt schlimm. So. Oha. Sieht aus wie der Streamingraum von, wie heißt der kleine Hugo? Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Mhm. Was macht der da für einen Scheiß? Wird das jetzt hier etwa ein Satanistenkult? Heimgang. Das wär's. Rein da. Denk dran, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Welche Bitrate meinst du, Tulski? Waffenkammer in... Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André dem Waffenschmied, aber er fand mich zuerst. Weiß ich nicht, David Tollig. Aber ich müsste allein schon das Spiel neu starten. Das würde ich dann morgen probieren. Da können wir einfach morgen, bevor wir mit dem Game starten, dann gucken. Und ich kann nachher offstream schauen. So. Wie viel Munition habe ich eigentlich? Fuck, Alter, echt wenig. Sei vorsichtig, Junge.
Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Ja. Idiot. Oh, kann man da eigentlich rein? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Nur ein gut gemeinter Rat. Ja, ist doch okay. Spiel dich nicht auf. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Ich hätte das Spiel auch sprechen können. Was ist da? Eine neue Station, ein neues Glück. Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Okay, Gesicht zur Wand. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass den Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Pipi leuchtet so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Du Freak! Ach, Hölle! Dann treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten gefällt. Ganz schön schlapp. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Der ist ein echter Komiker. Davon sieht man nicht viele. Dann probier mal das hier, du Knallkopf. Aua, das war schon besser. Aber meine Großmutter würde sie trotzdem schaffen. Buchten wir ihn ein. Schauen wir mal, wie seine Witze in der Lubjanka klingen. Ja, und was ist jetzt mit mir? Darf ich jetzt rumlaufen oder was? Komm, ich mach einfach. Der Boss ist beschäftigt. Komm später wieder. Irgendwie vermeidet er es, mich anzuschauen. Hast Angst, hä? Huh. Psst. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Schon gut. Ich komme auch so mit. Halt! Oder ich schieß auf! Du Scheißkerl! Ich bring ihn um! Los! Komm mir nach! Sei vorsichtig, Idiot! Bruder, wo ist der? Oder ich bin ja schneller als der. Achso, vielleicht sollte ich auch kriechen. Okay. Oh mein Gott. Okay, Bruder. Hä? Ja, Junge, der wird abgeknallt. Was soll ich dann machen, wenn der sogar abgeknallt wird? Okay, nochmal. Also, wir gehen nochmal rein. Psst, Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Schon gut. Ich komme auch so mit. Halt! Oder ich schieß auf! Okay, dabei, komm! Ich bring ihn um! Los! Komm dir mir nach! Ja, ich lauf doch schon, Bruder! Sei vorsichtig, Idiot! Ah!
Aber wo links lang? Ah, da links. Okay, und jetzt? Oder wohin soll ich gehen? Dort! Okay, ich bin ja am Arsch. Jetzt, und jetzt? Ah, der hat sich in der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach Andrei, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Roten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sachen. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Geschäft schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Okay, let's go, Bro. Was gibt's hier? Metro 2033, so ein Zufall, das spielen wir gerade. Opa. Yasu. Yasu Atyom mit der Buzukisu. Okay, also. Hä? Und wo muss ich jetzt hin? Nach links. Kann man hier mehr looten? Nee, 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 nee. Was ist das? Okay, keiner da. Ach so, jetzt falle ich quasi nicht mehr auf, weil ich diese Kleidung anhab, ne? Darf ich hier rein? Hau ab! Okay. Achso, ich soll ja ihm hinterherlaufen. Das ist ja der Alte, ne? Der mich gerade gerettet hat. Unsere Sicherheit ist wie ein Sieb. In der Station wimmelt es von Spionen, die terroristische Handlungen planen. In jeder Gasse lauert ein Saboteur, sag ich dir. Kein Grund zur Panik. Wir haben unsere Grenze zu den Faschisten geschlossen und jede mögliche Übergangsstelle... Besuch unsere Läden. Füll dein Arsenal auf, solange du kannst, aber vergeude keine Zeit. Der Zug fährt pünktlich ab und wartet nicht auf dich. Ja, ich habe doch gar keine Kohle mehr. Wie soll ich hier mein Arsenal auffüllen dann? Was soll ich jetzt machen, Leute? Anpassen. Soll ich das machen oder hat... Macht es einen Sinn? Spoiler, der Zug wartet. Ja, anscheinend habe ich ja hier noch 90, oder? Sehe ich das richtig, David? Habe ich noch 90 Muni? Also was soll ich jetzt hier machen? Was könnt ihr mir empfehlen? Ich weiß nicht, ob ihr das hier noch seht, weil vielleicht meine Cam drüber liegt, aber hier steht... Ja, einfach bloß das gleiche wie bei den anderen auch. Verkaufen, eintauschen, anpassen. Soll ich hiervon was machen oder nicht? Was gibt's hier noch für Shops? Wie auch immer. Halt dein Maul. Vielleicht komme ich ja gleich. Brauchen wieder. Sie Mun? Dann fragen Sie mich. Soll ich Munition kaufen? Hä, hier ist aber gar nichts. Ah, doch. Zwei MGs mitzuschleppen ist nicht ratsam. Welche sind denn die MGs erstmal? Die zwei hier sind die MGs, oder? Soll ich eine eintauschen? Ich sag ehrlich, scheiß auf die Kalaschnikow. Die ist eh kacke. Oder? Kommen Sie, schauen Sie. Die andere hat ein Zielvisier, die ist viel besser. Soll ich die verkaufen? Oder eintauschen gegen eine andere Waffe? Die Kalasch ist eigentlich besser als die Bastardwaffe. Aber die Bastardwaffe, die sogenannte, hat ja eine Modifikation. Jetzt weiß ich auch nicht, Alter. Also soll ich die hier verkaufen? Soll ich die verkaufen oder eintauschen gegen einen Revolver noch? Was sagt ihr, verkaufen oder eintauschen? Okay, okay, mach ich. Leute, was ratet ihr mir? Ja, verkaufen oder eintauschen?
Ich bin schon bei der richtigen, oder? Das hier ist die, das andere MG. Und das hier ist ja die Flinte oder was das ist. Nicht, dass ich die falsche verkaufe jetzt. Okay, ich mach tauschen. Also, ich kann hier... Nee, die ist gesperrt, oder? Nehmen Sie sie! Ist die letzte! Ach so. Welche soll ich nehmen, Leute? Schrotflinte, Flinte, Revolver, Luftdruckwaffe. Hübsche Waffe. Sie werden den Kauf nicht bereuen. Für Sie. Einfach kaufen und schießen. Wo steht aber der Preis? Der Preis steht gar nicht dran, ne? Sie haben nicht genug Moon. Ach so. Deswegen ist dieses Zeichen dran, weil ich nicht genug Kohle habe, um die zu kaufen. Nein, nein, nein. Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Was sagt ihr, Leute? Hübsche Waffe. Sie ach so, den Kauf 70, nicht 75, 150. Deswegen geht die nicht. Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Für Sie. Einfach kaufen und schießen. Hübsche Waffe. Sie werden den Kauf nicht bereuen. Für 70? Okay, das ist aber eine Schrotflinte. Und ist die letzte. Ich habe ja schon eine Schrotflinte, oder? Soll ich nicht eher einen Revolver nehmen? Hübsche Waffe. Sie werden den Kauf nicht bereuen. Dann habe ich von drei und von... Dann ist jede Waffe in einer anderen Kategorie. Das heißt, ich kann auch unterschiedliche Munition sammeln. Oder? Was sagt ihr dazu? Tausch deine Pumpe gegen Pumpe mit Trommel. Welche ist Pumpe mit Trommel? Die hier, ne? Für Sie. Einfach kaufen und schießen. Okay, dann machen wir das so. Dann tausche ich jetzt die hier ein. Hübsche Waffe. Sie werden den Kauf nicht bereuen. Let's go. Und dann tausche ich die hier gegen die Trommelschrot, richtig? Trommelschrot. Wo ist die? Die hier habt ihr gesagt, gell? Die ist saunice. Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Und dann kaufe ich noch Muni, sofern das noch geht. Danach bin ich pleite. Hä, wieso? Ich tausche die doch ein. Die kostet doch nicht 70. Ich muss 44 zahlen. Dann habe ich doch noch Geld. Eingetauscht. So, ich habe noch 29 Muni. Dann gehe ich mal den Rest mit Muni eintauschen. Patronentausch. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Halt deine Schnauze. So, also... Ich check halt, also das ist für die Schrotflinte, das ist für den Revolver, das ist für, keine Ahnung, für was ist das denn? Und das ist für Maschinengewehr. Warte mal, wo habe ich wie viel Munition erstmal? Wie Sie wollen. Wie kann ich sehen, wo ich wie viel Munition habe? Wie ging das nochmal? Ach so, echt, stand da gerade. Wo steht denn, wie, was ich habe? Die Zahl auf dem Ammo-Typ. Ach, so viel habe ich gerade davon, oder was? Ach so. Kann ich die dann hier verkaufen, oder was? Hä, scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich irgendwas gekauft, ich brauche das doch gar nicht. F. Ah. Die brauche ich auch nicht. Und wo ist Ihre Moon? Halt's meine mal. Ist hier. Und wo ist Ihre Moon? Meine ist hier. Was labert der? Okay, also dann kaufe ich jetzt Maschinengewehr.
Revolver. Revolver habe ich am wenigsten, also lade ich noch Revolver nach, oder? Damit alle ungefähr gleich sind. Ja, dann muss ich ja eigentlich Revolver nachkaufen. Hakushi geht schlafen. Hakushi, mein Bester, eine wunderschöne gute Nacht. Fun Fact, wenn du etwas googelst, werden 1000 Computer eingesetzt, um die Antwort in 0,2 Sekunden zu finden. Aktuell verarbeitet Google im Schnitt 99.000 Suchanfragen in einer Sekunde. Mehr als 8,5 Milliarden Suchanfragen pro Tag. Krass. Ja, free all Antifas. Yes, Hakushi, gute Nacht. Schön, dass du dabei warst bis jetzt. Leute, soll ich jetzt so voll kaufen, dass der Revolver so nah wie möglich an die 6, 67 und 65 von Schrot und Maschinengewehr geht? Oder soll ich lieber mehr Maschinengewehr oder Schrot holen? Was sagt ihr? Sturmgewehr, gell? Hätte ich jetzt auch gesagt, ehrlich gesagt. Okay, zack. Das war's schon. Schrot kann ich noch ein bisschen nachfüllen. Okay, das war's. Ich bin durch. Okay, let's go. Wir sind ready. Gern geschehen. Halt deine Schnauze. So, wo ist der Alte? Ah, ich muss einfach nur auf diesen Waggon hier drauf, oder wie war das? Ah, nee, ich gehe einfach zu ihm. Da ist er ja. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Artyom. In welches Loch? Welches Loch meint der? Hier rein, oder was? Bla, bla, bla. Okay. Sollte ich hier rein? Was passiert jetzt mit mir? Bleibe ich jetzt da drin oder was passiert jetzt? Ah ja, ich bleibe da drin. Und jetzt? Artyom. Siehst du dieses Gepäckfach? Nee. Kletter hinein. Ah. Ja, und dafür musste ich extra in dieses Loch. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Ja, wir gehen. Alter, ich bin richtig flüchtig jetzt. Aber voll unangenehm, gegen die Fahrtrichtung zu gucken. Ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Okay, aufladen! Alles okay. Danke, Bro. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen soll. Ich kann von hier unten gar nichts machen, ne? Original gar nichts. Achtung! Der Zug ist bereit zur Abfahrt!
Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, F, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Ist halt echt so, gell? Dass die, Kapitel 4, Krieg. Dass die Zirkali hat. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Okay, let's go. Alter, was? Nein, ich bin einfach runtergefallen. Soll das so sein? Ich sollte doch nicht runterfallen, oder? Scheiße. Ach so, ich sollte hier runterfallen. Ich weiß, dass Sie Ihre Mutter an Stolz machen werden. Die Zukunft von Lenins Metro und die Zukunft der Menschheit liegt nun in Ihren Händen. Singen Sie mit mir. Hört auf, verdammte diese Erde, die steht. Wo soll hier Stuff sein? David. Die Partei lehrt, dass nur kommunistische Doktrinen den wahren Weg durch die Tunnel zeigen. Da kommt einer. Ah nee, der guckt. Doch, der kommt. Ja, da ist einer dann. Der läuft hierher. Muss ich den killen oder kann ich den vorbeilaufen lassen? Boah, Bruder, der läuft so langsam. Das wird eine halbe Stunde dauern, bis der hier ankommt. Ja, ich muss den ja abknallen. Das macht doch voll den Lärm, wenn ich jetzt schieße. Bruder, komm oder dreh dich um und geh. Er dreht sich um und geht. Alles klar, Bruder. Da ist einfach noch einer. Ich muss die töten, ne? Es geht gar nicht anders. Ich sehe schon. Hey! Wer ist da? Scheiße!
Scheiße! Was für ein Idiot, der hat einfach eine Waffe gehabt und hat nicht geschossen. Lohnt sich dem seine Waffe? Nee, oder? Das ist ja wieder ein Maschinengewehr wahrscheinlich, was er da hat. Nee, das ist auch eine Flinte. Aber meine ist ja besser, ne? Nee, ich habe nicht gesehen, dass er seine Mutter gedisst hat. Jawohl, Bruder. Tausch die mit Kalatsch oder die Flinte, die hat Mods drauf. Ja, aber ich dachte... Okay, der Revolver ist aber besser als meiner, gell? Weil der hat echt Modi drauf. Okay, check. Und was mache ich jetzt mit der anderen Waffe? Das ist ja eine Flinte, das sieht man ja an der Muni, richtig? Das heißt, ich müsste die gegen meine Trommelwaffe laden, aber ich dachte, meine Trommelwaffe ist so krass. Oder ist seine auch eine Trommelwaffe, ne? Waffel. Seine ist auch eine Trommelwaffe. Soll ich also Trommelwaffe gegen Trommelwaffe tauschen, weil seine so eine Modi hat? Das ist doch kein Sturmgewehr. Da ist doch genau das... Da ist doch dieses Munitionssymbol. Ah, okay. Ja, was ist das jetzt? Ist das hier... Ja, doch, das ist auch eine Flinte. Okay, let's go. Okay, Leute, weiter geht's. Hier ist ja nichts. Hat der noch irgendwie Muni? Ja, der hat einfach nur genau die gleiche wie ich. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja gut, das wussten wir ja nicht, Kachi. Doch, die Ammo habe ich doch gelootet, oder nicht? Warte. Ah, ne, habe ich nicht. Danke, dass du mich aufmerksam gemacht hast darauf. Okay, Bruder, was? Wohin muss ich jetzt? Muss ich die Leute da vorne jetzt killen, oder was ist jetzt mein Job? Richtung Rede. Okay, komm mal. Ey, mein Revolver ist ja jetzt mit Schalldämpfer, ne? Wir kämpfen hinein. Was für eine Vergeudung. Kann ich jetzt einen nach dem anderen absnipern, weil die nicht hören, wo es herkommt, oder alarmiere ich alle, wenn ich mit dem Schalldämpfer schieße? Du würdest mich doch nicht verfolgen, oder? Du traust mir nicht. Normalerweise könnte ich den ja jetzt astrein wegputzen. Wobei der andere guckt gerade her. Soll ich den killen oder nicht, Leute? Sag schnell. Der dreht sich gleich um. Warum? Weil wir zu schwach sind. Ich glaube, ich putze den einfach weg. Wir sie mit dem Kopf voran? Warum auf den Brücken? Ja. Es besteht keine Chance, die Linien der Faschisten hier zu durchbrechen. Du und ich wissen, dass es unter
hinter dieser Brücke einen Weg gibt. Hey, warum müssen wir den Kontakten da fliegen? Scheiße. Jetzt haben mich alle bemerkt. Ich gehe lieber mal gleich zurück. Immer die Überzahl neutralisieren. Und da wird ja keiner kommen. Kommt, Leute. Kommt ihr. Achso, das ist hier eine Flinte. Okay, die kommen nicht. Also muss ich ein Stückchen weiter raus. Von Vorsprung zu Vorsprung. Ah, da kommt einer. Boah, den werde ich so dreckig wegsnipern. Hä? Was ist passiert? Leute, Spiel hängt. Ey, wisst ihr was? Mir fällt gerade was anderes ein. Wie wär's, wenn ich Fensteraufnahme einfach mein Fenster vom Mac zeige? Vielleicht läuft's dann besser. Ich probier's mal aus. So. Jetzt? Geht's jetzt? Okay, ich bin mal gespannt, ob es so vielleicht besser läuft. Probieren wir es aus. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegen... Ich glaube, du hattest recht, gegenseitig umzulegen. David. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Okay, früher Leute. Haben die schon egal. Wie läuft es jetzt hier? Aber nein, guck! Die Typen sind jetzt schon gekillt von da hinten, oder? Ja, und ich habe auch schon die Modi-Waffe, guck. Ja, schau, es hat gespeichert. Jawohl, Bruder! Aber hier, die Muni. Nee. Jetzt laggt's nicht mehr! Nein! Aber krass, also wenn das, ich will das nicht Auge machen, aber wenn das echt die Lösung ist, dann habe ich recht gehabt. Dann war das Problem dieser erzwungene Fenstermodus. Aber warten wir mal die Geschäfte ab, ja, die Gefechte ab. Krass. Ticker, dann war die Lösung die ganze Zeit greifbar, wenn das die Lösung war. Mach Bildschirm anpassen, bitte. Jetzt kann ich nichts mehr machen, jetzt bin ich schon drin. Ich weiß nicht, was du meinst mit Bildschirm anpassen, by the way. Wie viele leben noch? Ah, scheiße. Komm her, du Bastard. Wir sie bezahlen. Der lädt schon schnell nach, muss ich sagen. Alter, sind das Nazis oder was? Guck mal, wie die aussehen. Wie viele kommen da raus, Amenakur? Wie viele sind da drin? Alter. Aber die sind schon ziemlich dumm, die kommen einfach alle aus derselben Stelle raus. Aber ehrlich, ne? Der Leonidas-Move,
funktioniert immer. Einfach zurückgehen, in so eine Enge reintreiben, dann bringt die Überzahl nichts. Ja, läuft ziemlich gut, oder? Ich glaub's nicht, Leute. Es läuft es einfach wirklich jetzt gut, ne? Das darf doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, da ist noch einer. Wo muss ich überhaupt lang? Muss ich hier runter oder muss ich hier oben? Soll ich mir von hier irgendwo eine Waffe schnappen von hier? Oder sind die Waffen... Eigentlich nicht, gell? Das so, sowas habe ich, glaube ich, schon. Moment mal, die ist aber besser. Nee, die ist genau gleich wie meine. Nee. Ich weiß halt nicht, ob ich da runter soll oder hier oben lang laufen soll. Da rechts war ja noch der andere Typ. Erstmal looten gehen. Alter, ja, Mann! Wo sind welche von denen? Schieße ich gerade auf die richtigen? Was ist das? Was ist das für eine Waffe? Ich weiß nicht, was... Also was mir noch fehlt, ist die Erfahrung... der Erfahrungswert, was ich sammeln soll und was nicht. Also ich weiß nicht, was sagt ihr, eintauschen oder nicht? Vor allem, ich weiß nicht, was das für eine Waffe ist. Ist das auch eine Schroti? Aber die hat keinen Schalldämpfer, so wie meine. Ist doch kacke, oder? Ja, machen wir mal. Nee, das ist auch ein Maschinengewehr. Das ist meine Schroti. Das ist Luftdruck. Ah, okay. Ja, dann kack drauf. Brauche ich nicht. So, gibt es hier noch irgendwas zum Looten? Da geht es tief runter. Okay, dann muss ich jetzt da durch, wo die Typen vor alle hochgekommen sind, ne? So, hier die Treppe runter. Also das war schon echt eine saftige Ausbeute hier. Looting-technisch. Ich glaube, es muss ich wieder ein bisschen vorsichtiger sein.
Ah, da sind welche, oder? Ich habe keinen Scharfschützendinger. Ich kann es nicht genau sehen. Das nervt mich ein bisschen. Ich hätte schon gern so ein Sniper-Visier, Alter. Soll ich da hoch, Leute? Aber gegen was soll ich die Luftdruck austauschen, David Tollick? Nicht hier. Gegen Pistole. Aber dann habe ich ja wieder zwei Waffen mit einer Sorte von Munition, oder? Gut, okay, ich probier's. Okay. Zack. Okay, let's go. Revolver haben wir gesagt, gell? Die hat aber dafür keinen Schalldämpfer, also kann ich nicht mehr leise Leute außer Gefecht setzen. Das ist natürlich kacke. Oh yes! Den Scheiß brauche ich. Geil. Ey Leute, ihr wisst nicht, gell? Aus der Zeit früher, wo ich so gezockt habe. Ich bin voll der Sniper. Ich liebe sowas. Hä, habe ich hier Munition verpasst? Okay. Lad die vorher maximal mit Luft auf. Und wie? Wie lade ich die mit Luft auf? Habe ich geschrieben davor. Nimm die Luftdruck von eben. Du musst die aber zwischendurch pumpen. Du siehst Barometer an der Waffe, das muss voll. Du pumpst, indem du R hältst und R... Okay. R... Nein, Bruder. Der hat geschossen einfach. Okay, let's go. Du Bastard! Du Schwätzer! Du kennst viel, aber Mannheim nicht. Oh mein Gott. Du kleiner Hurensohn, pass auf, was ich jetzt mit dir mache. Wo ist der andere? Ah, Manakodum! Ich hab den fast gehabt. Deine Mutter geht nirgendwo hin. Krass, war nur der eine, oder was? Hat nicht noch ein anderer gerade auf mich geschossen? Ja, ab wann ist der Druck? Ah, okay. Also immer höher. Okay, dann muss ich ja dauernd da rumpumpen, Alter. Das ist ja voll nervig. Hä, hey, das ist doch so eine Bombe. Brauche ich die nicht? Nee, der nimmt sie nicht mal. Okay, aber das ist schon stressig. Ich glaube, da wäre ein richtiges Scharfschützengewehr besser. Okay, gerade war ein Safe Point, Leute. Okay, wir pumpen wieder auf. Pump, pump, pump. Pump, 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 pump it up!
Wie wische ich mir nochmal das Visier? Du hast mir letztes Mal geschrieben, wie man das Visier sauber macht, gell? Aber, hey, was ist das? Nachtsicht. Oha, geil, Alter. King. Ich habe Nachtsicht gerichtet. Was ist das, Land? Was war das gerade? Habt ihr das gehört? Okay, das kann ich nicht aufmachen. Also muss ich irgendeinen Scheiß holen. Wo lag eine moddete Waffe? Hä, wo habt ihr eine gemoddete Waffe gesehen? Wo seht ihr das? Ich sehe es nicht. Hä, wo seht ihr das? Ah, hier. Das ist Maschinengewehr, gell? Soll ich die Kalasch dagegen tauschen? Oh yeah. Geil. Geil. Okay, weiter geht's. Also wieder hoch jetzt, nehme ich an, oder? Hier gibt's ja sonst nichts mehr. Jetzt kann ich, glaube ich, die Gasmaske wieder abziehen. Was war das? Ja, ich kann ja immer noch später zurücktauschen gegen eine Kalasch, oder? In der Basis. Ich sehe hier niemanden. Seht ihr? Ach so, doch, da ist jemand. Aber von hier treffe ich die niemals, gell? Vergeude ich gerade meine Munition oder? Hä, aber diese Waffe hat doch gar keinen Druck, David. Das ist doch das Maschinengewehr, mit dem ich gerade geschossen habe. Oha, von wo schießt der? Damit könnte ich auf ihn schießen, komm. Ich glaube, ich habe den einfach gekillt, der schießt nicht mehr. Egal, ich mache einfach mal alle platt. Ich habe den einfach leer geschossen. Ah nein, doch nicht. Ey, da kommen immer wieder Schüsse von daher. Ich glaube, ich kann von hier aus einfach die nicht killen. Okay, gehen wir runter.
Und wo kommen diese Schüsse her? Von wo schießt dieser Wichser? Ah, das sind so Sandsäcke. Von da schießt er. Okay, da komme ich von hier nicht so gut ran. Ich sehe die Wichser immer noch nicht. Ah, warte. Das ist doch der Wichser, oder? Nee. Okay, gehen wir weiter. Okay, das ist keine Treppe. Sehr oft Autosave auf jeden Fall zurzeit. Und einer weg. Ey, ihre scheiß Lichter lenken mich so krass ab. Komm. Warum habe ich eigentlich keine Handgranaten mehr? Ah doch, ich habe noch. Da ist einer, du kleiner Bastard, hä? Hast gedacht, kannst dich anschleichen? Vergiss es. Leute, habe ich alle weggewichst oder was? Sieht ganz so aus, Amonakodum. Oh yes. Schmeckt. Alter, ich habe einfach hier kurz mal aufgeräumt. Wisst ihr Bescheid? Aha. Mhm. Kleiner Wichser, von wo schießt der? Ah, kleiner Bastard. Warte, was ich mit dir mache. Ah, der ist schon gefickt. Kann ich eigentlich dieses Licht ausschießen? Ja, kann ich. Aha, das hätte ich schon die ganze Zeit machen können, ich Idiot. Ich hätte diese Scheinwerfer die ganze Zeit schon wegschießen können. Ja, Digga, das hat übelst abgelenkt. Ah, krass, da kommen schon wieder welche.
Okay, den wichse ich direkt weg. Komm her. Zack. Und weg ist er. So. Zack, zack. Komm raus, du Hurensohn. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Geh schlafen, André. Ja, ich bin doch noch zu weit weg für Granate, oder? Zack, 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 geh schlafen. Da ist noch einer irgendwo, gell? Ja. Den könnte ich jetzt mit einer Granate wegputzen. Dabei, Blät. Und weg ist er. Autosave kickt wieder. Alter, meine Augen brennen. Ich glaube, ich bin müde, aber merk's nicht, weil ich gerade voll drin bin. Alter, ich bin... Soldaten der Roten Armee! Eure Munition und eure Rationen sind knapp. Und eure Anführer haben euch verlassen. Ich glaube, ich bin heute echt zum ersten Mal richtig drin, weil wir endlich dieses Problem... behoben haben. Eure Anstrengungen sind nutzlos und euer Tod ist vergeben. Nur der Sieg wird euch und euren Familien wieder verraten. Für eine bessere Zukunft. Schließt euch uns an. Boah, der Wichser, Alter. Und großzügig. Warum trifft er mich jetzt noch? Soldaten der Bürger. Okay, dann kill ich erstmal den. Ist der da oben irgendwie geschützt oder warum trifft es den nicht? Ah doch, jetzt habe ich ihn getroffen. Da ist er, der kleine Bastard. Komm her, du Wichser, komm. Komm, mach Breakdance für mich. Du Nutten. Guck mal da oben, ob es was zum Looten gibt. Granatovic. Immer das Licht aus, brauchen wir nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Geh weg. Okay. Nein, Bruder, ich will nicht an das Scheißding ran. Ich wollte nur gucken, ob es hier noch was gibt. Ja, wir machen auch gleich Feierabend. Ich suche gerade nach der richtigen Stelle, um Cut zu machen für heute. Aber ich glaube, den gibt es hier nicht. David, du hast so den Durchblick bei dem Spiel, ne? Hier kommt keine Stelle, wo ich Cut machen kann, glaube ich. Ich glaube, ich muss hier zwischendurch Stopp machen. Hast versucht, mich von drüben abzuknallen. Speichern, David. Speichersymbol. Also, dann stoppe ich ab hier, okay? Ah, Dickerchen. Alter, ich freue mich richtig. Boah, Gott sei Dank läuft es jetzt besser, Mann. Und dann müssen wir uns nicht mehr damit auseinandersetzen. Ah, geil. Spiel beenden. Ausschalten, einschalten. Okay, Leute, das war unser heutiger Gaming-Abschnitt des Streams. Das hat mir richtig Spaß gemacht und ich hoffe, die nächsten Ausflüge werden noch geiler. Jetzt, wo wir uns nicht mehr so krass rumschlagen müssen mit diesem Technikproblem. In diesem Sinne, bis zum nächsten Gaming-Stream. So viel dazu.